der Serie. Da geht es um vier Familien in einer Kleinstadt. Es ist ein Sozialgefüge, wie sie eben vertrauen. Und plötzlich verschwinden Kinder. Man weiß nicht warum, man weiß nicht, wo sind die hin. Wer tut das, wer macht das? Dadurch, dass Ulrich seinen Sohn sucht und investigiert, wird über Ulrich natürlich ein großer Teil der Geschichte erzählt. Die Suche nach der Wahrheit ist wahrscheinlich einfach das, was sie alle treibt. Alles ist miteinander verbunden. Auf der anderen Seite führt Jonas den Zuschauer durch die Serie durch. Mein Vater hat immer gesagt, Gut und Böse sind eine Frage der Perspektive. Jonas geht zum Pfad der existenziellen Situation, in denen er sich immer wieder befindet, entlang. Ich will einfach nur, dass alles wieder normal ist. Das Interessante ist ja, dass im Laufe der Serie durch die Rückblenden und diese verschiedenen Zeiten immer mehr klar wird, durch was die auch verbunden sind. Was neu ist bei unserer Serie, ist tatsächlich hier zwei Showrunner sitzen, die sich was ausgedacht haben und hundertprozentig kreative Freiheit hatten, wie sie diese Geschichte erzählen wollen. Wir hatten schon einen sehr visuellen Ansatz, also dass wir schon versucht haben, Kino ins Fernsehen zu bringen. Natürlich sind wir da irgendwie Pioniere auf dem Gebiet der Streamer und jetzt mit einer deutschen Serie, die international ausgestrahlt wird in 190 Ländern. Das ist einfach eine Reichweite, die phänomenal ist. Die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Ohne den großen Twist zu verraten, wird es darauf hinauslaufen, dass die Leute sagen, Mist, die Reise geht also weiter, ich muss Season 2 gucken. Das Besondere an Bo und Janche ist, dass die beide einfach zwei Körper haben, aber eine gemeinsame Vision. Wir hatten halt 72 Rollen zu besetzen. Wir wollen die perfekte Konstellation finden und wir kreieren hier Familien. Ich weiß nicht, wo mein Kind ist und ich weiß auch nicht, wo mein Mann ist. Mein Mann! Verstehst du? Die Frage ist nicht, wer die Kinder entführt hat,